So, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal zu Let's Play Uncharted 2. So, wir machen hier, das heißt praktisch die Fortsetzung von Uncharted 1. Wir machen hier neues Spiel. Nein. Und wir spielen auf normal. Schreibt es hier mal. Bitte warten. Und dann geht's auch gleich los. So, der Dolch dreht sich schon mal. Wie in Uncharted 1 die Münze. Und mal schauen, was uns hier erwartet. Ihr werdet danach noch Uncharted 3 auf meinem Kanal sehen. Uncharted 1 habe ich ja schon durch. Könnt ihr mal schauen, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Und dann möchte ich pünktlich zu Uncharted 4 halt anfangen auch. Ja. Das ist mein Blut. Mein Blut, verdammt viel von meinem Blut. Oh Gott! So, sieht so aus. Felsenfest Kapitel 1. Als ob wir senkrecht an einem Zug hängen. Und wir ziehen uns hier hinten mal hoch. Schauen, ob wir bis hochkommen. Oder ob wir davor abstürzen. So, X springen. Und einfach nicht runterfallen. Natürlich schnell nach oben. Nicht ganz so einfach, wenn immer Steine von oben runterfallen. So, das ist nicht so gut. So, dann haben wir nochmal Glück gehabt, dass die Stange nicht gebrochen ist, sondern sich nur verbogen hat. So, hier können wir wieder reingehen. Springen mal hier drauf. Ja, hoch. Wäre nicht schlecht. Ja. So, da hängen wir auch schon wieder draußen. Wir müssen uns hier. Letzte Etage, denke ich. Sind wir gleich oben. Oh. So, perfekt gelaufen. Einen noch hoch. Dann aber schnell raus. Am Schluss fällt der ganze Zug noch runter. So, jetzt laufen wir. Jetzt
Ich lauf mal schnell hier weg. Oh. Schneller. Spring. Jetzt nur nicht mehr loslassen. Ganz allein, Seemann? Harry Flynn? Hey! Was zur Hölle machst du denn hier? Ich hab dich gesucht, Mann. Oh, oh. Sollte ich mich freuen oder lieber nicht? Von beiden ein bisschen. Komm her. Ich hab einen Job für uns. Ach ja? Ein Kunde will uns ein kleines Vermögen teilen, wenn wir ihm ein ganz bestimmtes Objekt beschaffen. Und weiter? Tja, und jetzt kommt der Haken. Oh nein. Du bist ja verrückt. Ja, lass mich Flynn, ausreden. Wir beide kennen zwei Typen, die beim Einbruch ins Museum draufgegangen sind. Und einen, der es geschafft hat. Gerade so. Ich schaff das nicht ohne dich. Du bist der Einzige, der da reingekommen ist und weiß, dass man zwei für den Job braucht. Nein, nein, nein. Drei braucht man. Ja. Und wo wir gerade vom Teufel sprechen? Chloe Fraser. Nate Drake. Nathan Drake. Hallo, Harry. Chloe ist einer der besten Fahrer in dem Geschäft. Das kannst du mir glauben. Bestimmt. Pass auf. Ich habe alles geplant. Rein durch die Kanalisation. Kann's kaum erwarten. So kommen wir in den Hof und von da klettern wir dann die Mauer rauf. Überqueren das Dach und lassen uns in die Ausstellungshalle runter. Und bingo. Und wozu der ganze Aufwand, fragst du dich sicher? Tu ich nicht, aber nur zu. Das ist es? Eine Öllampe? Ja. Die ist wertlos. Was soll das? Haben wir uns auch gefragt. Genau deswegen sind wir hier. Tja, er arbeitet wohl für einen Spinner. Einem Sammler. Mit einfach zu viel Zeit und zu viel Geld. Und ganz nebenbei erwähnt, das ist es nicht wert. Jetzt wart doch. Wie steht's denn so mit deinem Schullatein, Nate? Woher hast du das? Ausgeliehen. Von dem Spinner, der zu viel Geld hat. In Trabesund wurden wir von Dieben überrascht. Vater, Maffeo und mir wurden die Schätze gestohlen. Das Schriftstück ist von Marco Polo. Ja, so weit waren wir auch schon. Stell dir vor. Dummerweise ist der Rest davon Unsinn. Hey, Moment. Damit sie niemals in falsche Hände falle, verbarg ich meine Sorge am unwahrscheinlichsten Ort. Das Licht des großen Khan hütet das Schicksal der 13. Sag ich doch, totaler Blödsinn. Er meint die verschollene Flotte, verstehst du? Ja. Hallo, klärt mich bitte jemand auf? Marco Polo verlässt China. Mit 600 Passagieren und 14 Schiffen voller Schätze von Kublai Khan. Und anderthalb Jahre später erreicht er Persien. Mit nur noch einem Schiff und nur 18 Passagieren. Und dabei hat er jeden einzelnen Schritt seiner Reise notiert. Nur nichts über die Schiffe und die Passagiere. Also sind da irgendwo 13 Schiffe mit den Schätzen des Kaisers, die nur gefunden werden müssen? Ja, und das weiß auch euer geschätzter Kunde. Hier, die Lampe. Voller mongolischer Schriftzeichen. Ganz bestimmt ein Geschenk von Kublai Khan. Das Licht des großen Khan hütet das Schicksal der 13. Marco Polo hat was in der Lampe versteckt. Ein Hinweis, wo seine Flotte geblieben ist. Und wir hauen den Typ übers Ohr. Verlass dich drauf. Bist du dabei? Aber klar doch. Was soll denn schon schiefgehen? Oh, jetzt haben wir gerade einen Filmausschnitt gesehen. Mit einer Öllampe und einem Museum, wo wir überfallen. Oder? Warum bin ich
einbrechen sollen und die Öllampe klauen. So, erster Schatz. Statue einer zornigen Gottheit. Okay. Sehr schön. Ich weiß ungefähr, wo alle Schätze liegen. Ich kann aber nicht versprechen, dass ich alle finden werde. Da hinten liegt auf jeden Fall keiner mehr. Und ich werde es auch so machen. Ich werde versuchen, jeden Part ein Kapitel zu spielen. Das werden dann immer ungefähr so 20 Minuten, denke ich. Manchmal weniger, manchmal mehr. So, hier müsste irgendwo ein Schatz sein. Oder eins, das nächste. Im nächsten Abteil. So, da liegt einer. Und eine Waffe. So, dann gehen wir hier mal rein. Der Schatz. Saraswati-Statue. Sehr schön. Machen wir mal die Tür hier auf. So, mehr Munition. Schießen wir am besten hier mal das Schloss auf. Jetzt erst wieder ein bisschen in die Steuerung reinkommen. Viele andere Spiele gespielt jetzt seitdem. Hier muss auch noch irgendwo ein Schatz sein. Ah ja, da. Tibetische Schnupftabakflasche. Eine Flasche, wo man Tabak reintut. Okay. Ich lese die Dinger jetzt auch hier zum ersten Mal. Mieses Karma hat er gehabt, ja. So, hier mal auf. Und dann gehen wir hier hoch. Mal schauen, was uns oben erwartet. Ich weiß es schon, nämlich ein neuer Schatz. So, anstatt hier rüber zu springen. Ah ne, wir müssen doch rüber springen. So, jetzt gehen wir wieder zurück. Und hier rein. Und hier finden wir botanische Limonendose. Eine Limonendose. Passt doch keine Limone rein. So, dann wieder hier hoch. Und immer weiter, wir wollen ja schließlich aus den Zügen raus. Hallo. So viel zum Vorspiel. Erklärst du mir vielleicht mal, was hier los ist? Du meinst mit Flynn? Ja, du hast nichts gesagt. So war's doch viel lustiger. Egal. Du bist nicht gerade das, was man leicht zu finden nennt. Besser als leicht zu haben. Oh,
Er ist eifersüchtig. Vergiss mal nicht, wer hier wen im Stich gelassen hat. Du hast gar kein Recht, eifersüchtig zu sein. Jetzt mal langsam, Chloe. Wenn es dich beruhigt, meine Beziehung zu Flynn ist rein geschäftlich. Ach ja? Meistens jedenfalls. Boah. Als mir klar wurde, dass er tatsächlich eine Spur hat, habe ich mir gedacht, du wärst gern mit von der Partie. Was hast du vor? Wie abgemacht. Wir ziehen es durch, suchen die Schiffe und hauen mit dem Schatz ab. Mit Flynn? Mhm. Und dann? Und dann teilen wir alles durch drei und du und ich verschwinden. Zusammen, diesmal. Verstehe. Bis dahin darf er nichts von uns wissen. Der flippt aus vor Freude. Das wird er schon überleben. Vertrau mir. So, und dann sind wir schon wieder zurück in der Kälte, im Zug und Paluten. Diese Filmausschnitte, kann ich eigentlich mal sagen, die sind der Ausschnitt aus der Zukunft. Also, so gesehen aus der Vergangenheit. Also wir spielen hier gerade und sehen praktisch mit den Filmausschnitten in die in die Vergangenheit. So, hier ist der fünfte Schatz. Gau-Amulett Tochchan. Tochchak. Ein Amulett. Schatzsucher Anfänger. Eine Propagandflasche und der Dolch steckt im Schnee. Packst du das auch? Mit einer Waffe ging's mir besser. Die brauchen wir nicht. Nur für den Notfall, mein ich. Flynn, das sind nur Museumswerte. Mit festgelegten Kontrollrouten, bleib cool. Bleib cool? Bleib cool? Warst du schon mal in einem türkischen Gefängnis? Wenn die uns erwischen, sperren sie uns ein und schmeißen den Schlüssel weg. Das ist dir doch hoffentlich klar. Das ist mir klar. Naja, dich macht sowas vielleicht an, aber mich nicht. Wir können uns keine Fehler leisten. Klar? Keinen einzigen. Wir sind da. Hier lang. Was machen wir, wenn sie die Wachen wechseln? Das sehen wir, wenn es soweit ist. Wir können doch nicht völlig planlos vorgehen. Ich bin nicht planlos, ich improvisiere. Ach, so nennst du das? Ja, ich bin anpassungsfähig. Anpassungsfähig? Was für ein Angeber. Da. Was habe ich gesagt? Dieser Gang führt uns direkt unter das Museum. Du hattest recht.
Vertrau mir doch einfach, Kumpel. Okay, und den hier nehme ich. Und denk dran, wir kommen nur durch den Turm in die Ausstellung. Aber bei dem Flutlicht kommen wir nicht weit. Ich kenne den Plan. Sorg einfach dafür, dass der Strom aus ist, wenn wir den zweiten Hof erreichen. Die Lichter werden aus sein. Ich warte mit dem Wagen am Treffpunkt. Ihr müsst nur dafür sorgen, dass ihr rechtzeitig da wieder rauskommt, okay? In Ordnung. Okay, genug geredet. Packen wir es an. Chloe. Wir sehen uns später. Kann's kaum erwarten. Weißt du wirklich, wo es lang geht? Hast du Zweifel? So, Kapitel 2, der Einbruch, geht zunächst mal weiter. Und ja, dann bedanke ich mich fürs Ansehen und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.